Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem neuen kleinen Guide-Video von mir zu Fischer Online. Wie ihr seht, ich befinde mich immer noch in der Schweiz, in den Alpen. Jetzt hab ich's. Und zwar, wie ihr seht, im Hintergrund, es geht um die europäische Esche. Ich habe jetzt endlich, dank Savobi, da nochmal danke an dich, Grüße gehen raus an dich und danke dir für den Tipp, vor allen Dingen auch für den Spot. Und wie du selbst hier siehst, sogar abends habe ich die Chance gehabt, eine europäische Esche zu fangen, auch noch mit einer recht guten Größe. Ja, dann zeige ich euch mal, mit was für einem Setup wir hier arbeiten, wo wir stehen und wie das Ganze abläuft, denn ich habe da ein paar Tipps von Savobi erhalten. Nur als Info vorweg, wenn ihr mal irgendwie einen Spot habt, wo ihr sagt, ich soll da ein Video drüber machen und ihr habt einen Spot mit einem Setup, was ich da nutzen kann, dann könnt ihr mir das gerne in einem Kommentar unter einem Video einfach schreiben oder in Steam mit meinem Namen der 4K90. Und dementsprechend werdet ihr dann im Video erwähnt und eben auch in der Videobeschreibung. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, was der liebe Savobi uns gesagt hat, wo wir uns denn hinstellen sollen und was wir dafür nutzen. Das ist eigentlich recht simpel. Ich zeige euch auch gleich eine Alternative. Also, ich hatte mehrere Spots probiert, ja, wie man sieht, ich habe mittlerweile die Bronzemedaille, aber die anderen Videos zu den anderen Fischen kommen dann noch mit der Zeit von hier, von China und so weiter. Also, ich hatte zuerst hier auf dem, ich sag mal, offenen Meer probiert, mit der Tiefe hier mit 9 Meter und teilweise auch bei, was denn, irgendwo hier gab es auch 10 Meter, ja, auf jeden Fall. Hatte ich hier mehrere Punkte probiert, auch hier oben, da hat es nicht geklappt. Und dann hat mir Savobi den Tipp gegeben, dass man sich hier stellt, so 99, 49 und dann hier hoch zu es wirft und dann eben reinholt mit, ich sag mal, mehrfachem Strippen. Und ja, gucken wir uns erstmal an, was für ein Setup wir gerade haben. Fisch habt ihr ja gesehen, hier ist er nochmal, die europäische Esche, 796 Gramm, das müsste eigentlich sogar... Da bin ich verkehrt. Nein, müssten wir drüber kommen, aber egal. Also, wir haben zwei Setup-Möglichkeiten. Entweder, wenn ihr die MFNY, ich nehme an New York, Gold 20 habt, könnt ihr die nehmen. Wenn nicht, könnt ihr euch auch die hier kaufen. Die gucken wir uns mal an. Da gibt es hier das ganze Setup, wie man sieht, das ist nicht so meins, das fliegen Fisch. Ja, also... Dieses Setup und dann folgenden Köder, da habe ich mich, da hat einmal Savobi sowohl gemeint, ich soll doch mal die den Käfer probieren, Heuschrecke wird auch gehen, aber ich dachte, ne komm, dann probierst du halt eben mal den Käfer, der ist ja auch in der besten Liste drin, also sollte das auch hinhauen, in dem Fall war es dann auch wirklich so. Und wenn wir uns das Ganze hier angucken, haben wir hier eben das passende Setup oder eben auch bei der anderen hier, bei der hier. Und dann halt eben mit der mit dem Käfer drauf, nicht der Heuschrecke. So, und wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch mal. Ich hoffe, dass es jetzt noch bei ist. Es ist nach 0 Uhr. So, also, wenn wir jetzt hier auswerfen. Ich habe einfach einmal voll ausgeworfen. Also nicht warten, bis die Anzeige voll geladen ist, sondern bis er einmal geladen ist. So, und dann holen wir die ganze Zeit mit Linksklick ein, ohne Shift zu nutzen. Man die ganze Zeit rechtsklickt, dass wir dieses Mehrfachstrippen haben. Und ich hatte die europäischen Eschen meist, sage ich mal, kurz bevor ich die Rute eigentlich aus dem Wasser geholt habe. So, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Wahrscheinlich, was wir natürlich auch haben, Beifang, wie zum Beispiel Döbel hatte ich da jetzt schon 3 oder 4 Stück. Auch mal ein schöner 4 Kilo Brocken davon. So, jetzt gucken wir mal. Also im Idealfall fangt ihr die europäischen Eschen tagsüber. Nachts kann es natürlich trotzdem beißen. Ich vermute, dass das gerade eben auch einfach nur ein Effekt war. So, und zwar meistens da, wo jetzt bei mir der Köder liegt im Wasser. Da hatte ich die meistens. Deswegen rechtsklick spam, dass wir diese zittrige Bewegung haben. Und da haben wir schon was dran, aber ich glaube, das war ein Döbel. Es kann natürlich auch sein, sobald wir rauswerfen, dass direkt was beißt. Das kann ja immer mal wieder passieren. So, jetzt kommen wir ran hier. Ja, ich vermute, das ist ein Döbel. Jetzt stell dich mal nicht so an hier. Oder vielleicht auch eine Forelle, das hatte ich nämlich auch schon. Oder eine Barbe. Ja, schön. Das kann natürlich auch sein.
Eine Tiberbarbe, die beißen da auch. Und wie wir ja wissen, sind Tiberbarben gerade nachts eher aktiv wie tagsüber. Tagsüber zwar auch, aber nicht so extrem wie nachts. So, jetzt holen wir hier einfach mal ein, was ich ja meistens gemacht habe, eingeholt und dann immer wieder rechtsklick, dass wir das haben. Dann haben wir den Köder irgendwann so in der Reichweite, wie wir es gerne hätten. Dann spammen wir quasi die Rechtsklick-Taste, die rechte Maustaste so rum. Das Lustige ist halt, dass man für so viele Fische nicht mal wirklich weit weg muss, sondern man echt viele Fische hier direkt am Anfang fangen kann. So. Da kommt sich hier noch mal einer, der anbeißt. Man kann das natürlich auch einmal rechtsklick machen und dann, naja, so geht's auch. Das könnte jetzt sogar europäische Esche, da ist die zweite, also insgesamt die dritte. Weil ich hatte schon mal eine gefangen und das hat eben tagsüber. Aber wie ihr seht, es funktioniert. Deswegen hier nochmal Grüße raus an Savobi. Danke dir nochmal vielmals für den Tipp, für den Spot und so weiter. Und ja, in diesem Sinne, meine Freunde, bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen und sage danke und bis zum nächsten Mal. See ya!